Es ist die zweite Woche im Juli. Die Getreideernte ist in Deutschland in vollem Gange. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich von Betrieben aus verschiedenen Bundesländern berichtet. Diese Ausgabe des Pflanzenbaureports steht nun einmal ganz im Zeichen des Obstanbaus. Vor den Toren Augsburgs haben wir uns mit Thomas Wörle, dem Betriebsleiter eines noch recht jungen Obstanbaubetriebs, verabredet. Er stellt uns seinen Hof vor. Herzlich willkommen auf dem Betrieb Wörle. Wir sind ein Gemischbetrieb mit Ackerbau, Mastschweinehaltung und Sonderkulturen im Obstbereich. Wir haben 45 Hektar Ackerbau. Da bauen wir an Zuckerrüben, Körnermais und Winterweizen zur Fütterung für den Mastschweinen. Haben 1000 Mastplätze, vermarkten diese über eine Erzeugergemeinschaft. Vor Jahren haben meine Eltern dann mit dem Obstbau begonnen, haben hier ca. 10 Hektar Sonderkulturen. Davon sind 3 Hektar Heidelbeeren, 1 Hektar Himbeeren, 1,5 Hektar Aprikosen, 2 Hektar Süßkirschen, bisschen Sauerkirschen und Zwetschgenmirabellen. Die Vermarktung der Produkte findet über Händler auf Wochenmärkten, anderen Bauernläden und dem eigenen Hofladen statt. Thomas Wörle unternimmt mit uns einen Rundgang über die unterschiedlichen Plantagen, die größtenteils rund um den Hof liegen. Wir beginnen mit den Heidelbeeren. Wir befinden uns hier jetzt in der Heidelbeerplantage. Mit dieser Kultur hat das ganze obstbauliche Engagement begonnen. Meine Eltern haben zur rechten Seite die ersten 9 Reihen gepflanzt, Heidelbeersträucher, 1000 Stück, in der Hoffnung, dass sie wachsen und gedeihen, weil Heidelbeeren haben ja eigentlich keinen passenden Standort dafür. Der Heidelbeerstandort sollte ja pH-Wert um die 4,5 haben, also relativ saurer Boden. Wir sind aber eigentlich normalerweise ein reiner Ackerbaustandort mit pH-Werten um 6, haben dadurch für den Anbau dann einen höheren Aufwand betrieben. Wir haben praktisch Gräben gezogen, ca. 1 Meter breit, 40 cm tief in den Boden und diesen mit einer Mischung aus Kompost, Holzhackschnitzel, Torf, Sägemehl und etwas Rindenmulch aufgefüllt. In dieses Substrat haben wir dann die Heidelbeeren gepflanzt und mit einer Tropfbewässerung ausgestattet. Ab nächster Woche werden vor allem sonntags wieder viele Familien aus dem Umkreis kommen, um selber auf der Plantage zu pflücken. Nur wenige Meter weiter finden sich die Herbsthimbeeren. Neben neu angelegten Beeten auch die tragenden Sträucher. Thomas Wörle erzählt von den Arbeiten rund um die Himbeeren. Die Herbsthimbeeren werden jedes Jahr komplett bodeneben im Herbst abgeschnitten und treiben jedes Jahr wieder frisch raus. Das hat den Vorteil, dass ich fast keinen Pflanzenschutz machen muss gegen Rutenkrankheit, weil praktisch die Rute im Winter nicht vorhanden ist und die muss ja auch nicht gesund erhalten, sondern es träubt immer wieder im Frühjahr eine neue Rute, wo die neuen Fruchtstände bringt. Der große Nachteil an der Herbsthimbeere ist, sie ist nicht zu früh im Frühjahr zur Ernte, sondern erst so ab August bis in den September hinein. Noch ein weiterer Vorteil ist der Herbsthimbeere, sie bekommt keine Maden, also keine Würmer. Wir müssen auch nichts gegen die Würmer machen, weil die Blütezeit so spät ist und der Himbeerkäfer in dieser Zeit nicht mehr fliegt und damit auch keine Eier ablegt. Die Herbsthimbeeren sind heuer sehr gut im Ertrag und beginnen außerordentlich früh mit der Ernte, wahrscheinlich schon Ende Juli, Anfang August. Gleich angrenzend fallen uns Aprikosenbäume auf. Thomas Wörle erzählt uns, dass er dieses Obst noch nicht lange im Sortiment aufgenommen hat. Aufgrund der südländischen Herkunft hat der Aprikosenbaum durchaus einen hohen Anspruch an die Klimaverhältnisse. Die Bäume haben in diesem Jahr stark unter dem Blütenfrost im Mai gelitten. Unschwer sind die Folgen für die Fruchtentwicklung an den Ästen abzulesen. In diesem Jahr ein nahezu Totalausfall. Auf diesem Bild hat Landwirt Wörle den Kampf gegen den Frost dokumentiert. Es sind aufgestellte Paraffinkerzen zu sehen, mit denen Obstbauer Wörle die Blüten der Sauerkirschen vor den frostigen Morgenstunden im Monat Mai geschützt hat. Und dies mit Erfolg. Die Sauerkirschen werden im Ertrag nur etwa 10-20% hinter sehr guten Erntejahren liegen. Bei den Zwetschgen sieht Obstbauer Wörle sogar überdurchschnittlichen Erträgen entgegen. Wir werfen einen Blick auf die wohl teuerste Investition des Obstanbaubetriebs in den letzten Jahren, die überdachte Süßkirschenplantage. Wir stehen jetzt hier in meiner Süßkirschenplantage, gepflanzt im Jahr 2004. Die Bäume sind jetzt im Vollertrag. Seit dieses Jahr mit Vogelschutz und Hagelschutznetz komplett überdacht, das ist 1 Hektar Fläche. Und die einzelnen Reihen sind noch mit einem Foliensystem per Einzelreihenüberdachung gegen Regen geschützt. Ich kann praktisch jede Reihe in der Plantage unabhängig voneinander die Folie öffnen und schließen. Nur das Hagelschutznetz bleibt über die ganze Zeit komplett
geschlossen für Hagel- und Vogelschutz. Also hier stehen wir vor einem Baum am Rand der Plantage. Dieser Baum ist nicht überdacht. Das System sieht es vor, dass der erste Baum nicht überdacht ist. Aber hier sieht man genau den Effekt des Daches. Hier praktisch sind, weil wenn das Dach nicht vorhanden ist, platzen die Kirschen auf, sind anfälliger gegen Fäulnis und hat nur den großen Nachteil, dass meistens die großen Kirschen platzen und die großen Kirschen dann kaputt sind, die wo wir eigentlich am Markt haben wollen, und die kleinen Kirschen bleiben am Baum und die platzen nicht so schnell. Wenn wir dann weiter reingehen, ist es dann ein Arsch, wo Kirschen unter Dach sind. Erstens ist die Größe größer und es gibt keine Fäulnis und keine aufgeplatzten Kirschen. Noch ein weiterer Vorteil ist, meine Pflückkräfte haben eine viel höhere Pflückleistung. Sie müssen beim Pflücken nicht so aufpassen, Sortierung kaputte, faule, geplatzte Früchte, sondern können eigentlich zügig die Früchte ernten. Und wir können sie länger hängen lassen, sie reifen besser aus, sie kriegen eine größere Fruchtgröße und wir haben eigentlich, sage ich mal, mit dem Folienüberdach die besseren Früchte. Nicht nur die besseren Früchte, sondern auch die aufgelockerte Erntezeit, die der Hof Wörle nun auch mit weniger Pflückhelfern bewältigen kann, machen das Dach für den Betrieb so interessant. Wir beenden unseren Feldrundgang beim Hofladen. Thomas' Frau Elisabeth Wörle bedient gerade eine Stammkundin. Mit einer in Kürze fertiggestellten Internetseite und einem neuen Logo will der Betrieb auch in Zukunft verstärkt um Kundschaft werben.